So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Darkest Tales. Ich habe gerade was festgestellt. Das Ding reflektiert. Ich habe festgestellt, dass wir uns hier in der Gier befinden. Okay, da kann ich runter. Frag mich, ob da noch was gewesen wäre. Au. Oh. Okay, das ist natürlich jetzt ungut, dass ich hier komplett runtergefallen bin. Zum Glück habe ich diese Superheilung. Komme ich denn da am dümmsten drüber? Oder soll ich da gar nicht drüber? Ah. Falscher Knopf. Ich würde mich eigentlich wieder heilen. Okay, ich kann sie auch zerschießen, wenn ich das will. Aber zersäbeln geht halt viel, viel leichter. Ah, den treffe ich nicht richtig wegen dieser. Oh, eine Schräge. Okay, die zerbrechen da. Wir gucken mal, ist hier unten noch was? Nein. Ich wundere mich bloß ein bisschen, warum wir in der Gier sind, weil eigentlich waren wir ja in der Leichtgläubigkeit. Oh, da wäre noch was. Verdammt, dann muss ich da nochmal runterfallen und durchdashen. Oh, dieser Kackschimmel. Dass die hier auch nicht mal ein bisschen auf die Umgebung achten können. Ich hier nicht zurück? Ach man. Muss ich mich da zurück teleportieren, damit ich das nochmal machen kann? Ja, ich habe ja gesagt, die meisten Level muss ich sowieso mehrfach machen. Dann ist es halt so. Ich kann immer nur zwischen zerbrochenen Spiegeln hin und her reisen. So. Mit unserem Angriffsverstärker ein bisschen Schaden anrichten. Kann ich da nicht nach unten schießen? Oh, das ist die Suppe. Okay. Habe ich mal wieder verkackt. Stimmt, ich hätte mich einfach killen lassen können. Hier kann ich auch noch nicht nach unten. Da fehlt mir wahrscheinlich noch was. Au. Kann ich hier auch runter? Oder sterbe ich hier? Oh, hier sterbe ich. Ist aber, finde ich, cool gemacht.
Fliegen finde ich tatsächlich die anstrengendsten von allen Gegnern hier. Au. Kackviecher, ey. Vor allen Dingen mit dem Bogen kann ich gar nicht so gut anvisieren, dass ich die anständig treffe. Ich meine, ich krieg viel Magie, ja. Ich hab's immerhin getroffen. Na gut. Oh, da konnte ich mich jetzt nicht mehr hochschwingen. Okay, und hopp. Da komme ich nur bis hier. Nützt mir ja nichts. So, okay, ab da ist einfach nicht mehr weitergehen. Soll ich mal gucken. Das ist die Gier. Ach, die Leichtgläubigkeit, da sind wir ohne Boss durchgekommen, oder was? Ja, müsste die Gier wieder von vorne anfangen. Nee, das will ich ja auch nicht. Du bist hier, ja. Ja, ich glaube, wir werden in diesem Spiel einfach nicht alles finden, einfach weil es zu viel ist. Aber das ist auch in Ordnung. Man kann nicht immer alles mitnehmen. Ja, so ein großes Viech. So eigentlich. Stimmt, ich kann ja hier wieder skillen. Ich habe doch hier das Schild. Das habe ich doch auch geskillt. Magisches Schild, der kurze Zeit vor Schaden schützt. Erhöht die Dauer der magischen Aufladung. Sprint ab, klingt Zeit. Erhöht den Schaden von Fernkampfangriffen. Ich finde, das ist wichtig. Ah, diesmal hat man, glaube ich, den Schild gemerkt. Ah. Treff die Viecher nicht gescheit. So, Mistvieh. Oh. Dank der Kraft meiner Zauberbohnen könnt ihr mir gar nichts. Das ist tatsächlich. Ich habe ja den Skill am Anfang als sehr nutzlos empfunden. Inzwischen habe ich meine Meinung diesbezüglich enorm geändert. Feeling about this. Oh, ich kann mit dem rechten Stick kann ich direkt so anvisieren und kann dann schießen. Das wusste ich nicht. Das ist ja viel, viel besser. Oh, come on. How in tarnation am I supposed to kill this thing? Treff's nicht. Muss ich das abknallen?
Nee. Ja, aber es hat was damit zu tun. Also ich kann die Dinger explodieren lassen. Ich bin bloß nicht gut genug dafür. Wow. You feel that? You giant goose monster thing. Goldene Gans. Nicht auf die Gans schießen. Ich habe derzeit leider keinen Sprint, der mich unverwundbar macht. Komm her. Doppelsprung. Ah. Ja, den hätte ich am Anfang sowieso gebraucht, mal. Geil, wieder eine neue Fähigkeit. I smell the stuffing of a teddy bear. I've been waiting for you, my little dinner. Bow to your king. Your Majesty, you better get out of here before your dinner kicks your wife. Why is my dinner still alive? Wife? Not know. Is this overgrown troglodyte your wife? Now that you mention it, I remember the story a little differently as well. You insolent bear! You're mine! This castle is mine! Everything you see is mine! Wife, pick me up! Let's make them pay! Yes. Okay. Ein winzig kleiner König. Ein winzig kleiner Puppenkönig. Und seine, wie der Bär schon sagte, riesige Höhlenmenschfrau. Ja, das ist gut, wenn das so ein Screen ist. Ich hasse das. Moving Screens sind immer kacke. So Side-Scroller. Wie soll ich denn das machen? So, diesmal war ich dabei gut. Hier habe ich keine Zeit verloren. Nein! Oh, Glück gehabt. Ach stimmt, ich habe ja den Doppelsprung. Das habe ich schon wieder vergessen. Oh, ich Depp. Scheiße. Ja, ich habe vergessen, dass ich den Doppelsprung habe. Ich bin doof. Dass man sowas kann, muss man sich halt auch erstmal merken. So, Problem ist, hier muss ich Schwung aufbauen. Ist egal. Ach, da hätte ich mich drüber schwingen sollen, egal. Oh. Hm.
Echt, scheiße. Theoretisch könnte ich hier vielleicht sogar drüber. Oh Gott. Falscher Winkel. Ja, das war nix. Das ist ein knackiger Boss. Aber ich find's cool. Es macht mir tatsächlich Spaß. Die eine Stelle finde ich ein bisschen arg nervig, aber ansonsten. Ja, das war dumm. Bin dabei. Oh fuck, er hängt sich da nicht an. Leider keine Zeit für euch. Hätte ich bestimmt drüber springen sollen. Wäre bestimmt ein angenehmerer Weg gewesen. Okay, da komme ich gerade nicht dran. Keine Ahnung, wie ich da dran komme. Hätte ich da oben drüber gemusst oder was? Oh, das ist echt anstrengend. Ich meine, ich finde den Bossfight cool. Keine Frage. Aber auch sehr anstrengend. Oh Gott. Aber so langsam habe ich die Bewegungen hier drin. Nein. Ja, das bringt nichts. Und weiter. Ist egal. Das ist gut, man kann dieses Aufdotzen verhindern, indem man einfach ein bisschen... Nee, da komme ich nicht hoch. Auf gar keinen Fall. Indem man kurz vorher dasht. Hopp. Hier, keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Wahrscheinlich hätte ich unten rum gemusst. Ah, hier soll ich nach oben wieder. Also ich finde, ich schlag mich gut. Im Rahmen meiner Unfähigkeit. Oh, da unten ist auch noch Zeug.
sind so viele Geheimnisse, die ich verpasse. Teddy jumped onto the paper airplane, animated by Lighty's magic. As the giantess's hand fell upon them, the two heroes took flight, escaping the terrible creature. The king, furious, ordered his wife to chase them. She had to catch them at any cost. She broke into a desperate run, reaching up, up, up to seize the two fugitives. Without realizing, there was no longer any ground beneath her feet. Free of pursuers, their journey continued without incident. Then Teddy saw a mysterious floating island in the distance. The airplane glided down to the surface of the sea, and Lighty promptly turned it into a small boat. Our plucky adventurers had reached the fabled Never Again Land. Oh, Never Again Land, ist das hier Peter Pan? Oh, what is this place? Da ist die Zauberlampe von Aladdin. I give up. Das ist Monkey Island. Hey, look what Hab ich gelernt. I've got a brilliant idea. Wait, don't do it. Oh. Howdy! Welcome to my home, traveler! I'm Sten, the genie of the lamp. I know you're going to leave here happy today. How do I know? Because this is the place where multiple reckless wishes are granted. Multiple! Isn't that great? And in return, freedom is given. Think about it. Three wishes for one of us, freedom for the other. Isn't that great, kid? Yes, sirree, everyone's a winner. Ah, but I see down in your eyes. You're wondering if I'm a real genie. Is that right? Then, let me show you what real magic is, kid. Pretty impressive, huh? Left you speechless. Bin ich jetzt ein Pirat, habe ich Achievement gekriegt. Hey, what in tarnation? Shut up for a moment. You said I have three wishes, right? One, get me out of this darn lamp, it stinks. Two, destroy the nightmares that are tormenting the little girl. Three, get out of my sight. Forever. Whoa, whoa, whoa! Come on, my friend. That's not how this works. You're the one who has to fulfill three of my wishes. Otherwise, what sense would it make? You have only two options. Grant my wishes, or stay and rot in this stinking lamp. But since I already know what you'll choose to do, for my first wish, I want to be able to fly. Head to the forest of the black fairies and kill them all. We need to collect enough magic dust for me to absorb their power. What are you doing still standing there? Go to the black fairy forest and kill them all. It'll take a lot of magic dust for me to soar like a majestic eagle through the infinite blue of the skies. I hate this guy. But at least I get to kill fairies, which is one of my favorite pastimes. Charming. Anyway, those are vulgar tooth fairies. Don't you dare compare them to me. If you say so. Okay, mit dem Genie geht's dann nächstes Mal weiter. Ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es denn dann weitergeht, mit The Darkest Tales. Ich bin sehr gespannt drauf, wie dieses neue Gebiet wird. Und ich bin auch sehr gespannt drauf, ob man die Möglichkeit hat, das Gebiet, in dem wir zuletzt waren, dann nochmal ohne diesen Bossfight zu durchqueren und uns ein bisschen umzusehen. Gut, Leute, Daumen nach oben nicht vergessen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.